Wenn sich der Nebel im afrikanischen Virunga-Nationalpark lichtet, kann man die Berggorillas bei ihrem Frühstück beobachten. Die so berühmten wie seltenen Menschenaffen leben nur in diesem Reservat im Grenzgebiet der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda und Uganda. Speziell geschulte Wildhüter wachen mit Argusaugen über das Wohl der Tiere. Wir gehen jeden Tag auf Streife gegen Wilderer. Unsere Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Zum einen gibt es den Tourismusbereich, zum anderen den des Tierschutzes. Diejenigen, die im Tierschutz arbeiten, patrouillieren den Nationalpark auf der Suche nach allen illegalen Aktivitäten. Gorillas können in Fallen geraten, die Wilderer auf der Suche nach Beute aufgestellt haben. Doch das ist nicht die einzige Gefahr. Die Kämpfe zwischen Rebellen und Regierungstruppen im Kongo verhindern, dass die Ranger den Tieren auf der Spur bleiben können. Sie können auch zu Opfern werden. Wenn geschossen wird, wird überall hingeschossen. Und dann können auch Gorillas getötet werden. Trotzdem gibt es Anlass für vorsichtigen Optimismus. Die Zahl der Berggorillas hat sich auf jetzt 800 Tiere verdoppelt. In Ruanda bekommen neugeborene Gorillas jedes Jahr bei einer Feier ihren Namen. Ein Ritual, das die Bevölkerung mit einbezieht. Wir organisieren manchmal gemeinsame Streifen mit Dorfbewohnern. Besonders mit denjenigen, die früher Wilderer waren. Sie wissen, wo sie selbst Fallen gelegt haben. Das bringt dann mehr, als wenn wir alleine losziehen. Auch der Tourismus dient dem Schutz der Gorillas. Etwa 600 Euro kostet eine geführte Tour in Ruanda. Das bringt viel Geld. Die Berggorillas sind nahe Verwandte von uns Menschen. Es bleibt zu hoffen, dass die geballten Anstrengungen zu ihrem Schutz weiter Früchte tragen.